Hallo Kanatrends-Freunde, heute habe ich einen ganz speziellen Gast mitgebracht. Es ist ein Außerirdischer. Sein Name ist H4CBD. Woher er kommt und was seine Mission auf unserem Planeten Erde ist, das erfährt ihr in diesem spacigen Video. Seid gegrüßt, Erdenbürger! Ich bin's, H4CBD. Fernab vom Planeten bin ich gekommen, um euch auf Mutter Erde zu besuchen, um euch zu erzählen, woher ich komme, wer ich bin und was meine geheime Mission auf diesem schönen Planeten ist. Mein wirklicher Name ist eigentlich Tetrahydrocannabinol. Viele von euch kennen wahrscheinlich das Delta-9-Tetrahydrocannabinol, ein berauschender Wirkstoff aus der verbotenen Hanfpflanze. Doch wenn THC natürlich auf der Hanfpflanze entsteht, so bin ich nur halb natürlich. Denn ich bin ein halb synthetisches Cannabinoid oder auch Salbinoid in diesem Video genannt. Fernab von einem Planeten komme ich her. Dort kommt übrigens auch mein Bruder, der HHC, der Hexahydrocannabinol. Auch er kommt von einem fernen Planeten her. Doch auf meinem Planeten, der weit, weit weg ist, ist es nicht so schön wie auf Mutter Erde. Denn ihr auf Mutter Erde, ihr habt Tiere, ihr habt natürliche Pflanzen und ihr habt die wunderbaren Menschen. In meiner Galaxie und auf meinem Planeten gibt es nur sogenannte chemische Einzelteile. Und darum habe ich heute nur für euch menschliche Form angenommen, damit ihr mich sehen könnt. Denn eigentlich sehe ich so aus. Oder auch so. Nun, wie gesagt, auf meinem Planeten gibt es nur chemische Einzelteile. Bei euch auf Mutter Erde würde man dazu vielleicht Labor sagen. Und um mich H4CBD gewinnen und herstellen zu können, benötigen wir etwas ganz Irdisches. Und nachts, wenn ihr alle schläft, dann kommen wir auf die Erde und holen uns euer CBD-Öl. Denn wir brauchen CBD-Öl, damit wir daraus in unseren Kesseln was Neues kochen können, wie zum Beispiel H4CBD. Unsere Zauberkünstler, die ihr Chemiker nennen würdet, die machen was ganz Besonderes. Sie vermischen dieses CBD-Öl mit Alkohol und sie tun dann Stickstoff dazu und auch Wasserstoff. Ach ja, wusstet ihr, dass der Begriff Hydrierung, der oft bei halbsynthetischen Cannabinoiden verwendet wird, dass sich dieser Begriff vom Wasserstoff ableitet? Also wir haben nun CBD-Öl, wir haben Alkohol, wir haben Stickstoff und wir haben Wasserstoff. Und dann brauchen wir noch ganz spacige außerirdische Katalysatoren, die wir Palladium nennen, das ist ein Metall. Und wir haben dann noch einen anderen Bruder, den Argon. Zuerst habe ich gedacht, das ist ein Mensch, aber in Wirklichkeit ist es ein Gas. Und wenn wir diese Komponenten zusammenfügen, dann entsteht daraus was ganz, ganz Neues. Und das, was daraus entsteht, ist H4CBD. Doch ganz am Ende bin ich mit meiner Herstellung noch nicht, denn eine Komponente fehlt noch. Eine Komponente, mit der ihr Gold lösen tut, nämlich die Salzsäure. Wir benötigen dann noch die Salzsäure, um all diese Komponenten wieder aus dem H4CBD-Destillat herauszulösen. Und so entsteht aus diesem chemischen Mix, der so gefährlich ist, dass er nur bei uns auf dem Planeten im Labor durchgeführt wird, entsteht daraus H4CBD. Das Ganze kann ganz schnell bang in die Luft gehen. Wenn nicht fertig hergestellt wurde, dann bekommt man ein Destillat. Und aus diesem Destillat kann man nun auch weitere Sachen herstellen. Zum Beispiel kann man daraus ein H4CBD-Öl mixen oder man kann ein Vape-Liquid daraus herstellen oder man kann ganz einfach nur normale CBD-Blüten mit H4CBD besprühen und diese dann zum Verkauf anbieten. Nur auf eurem Planeten Erde gibt es die wunderbare Pflanze
Hanf. Und eure Wissenschaftler haben sich schon sehr intensiv mit dem Thema Hanf auseinandergesetzt und konnten in mehr als 20.000 wissenschaftlichen Studien bestätigen, dass Hanf eine gesundheitliche Wirkung auf euren Körper hat. Demgegenüber gibt es nur eine Handvoll Studien, die sich mit uns halbsynthetischen Cannabinoiden, also Salbinoiden, beschäftigen. Doch was sagen die Studien über H4-CBD? Nun, eine Studie aus dem Jahr 2006 stellte fest, dass sich H4-CBD besonders an den CB1-Rezeptor bindet und dabei eine 10-mal stärkere Bindung aufweist als andere halbsynthetische Salbinoide. Doch was genau meint die Studie mit dem CB1-Rezeptor und was meint sie mit einer 10-mal stärkeren Bindung an den Rezeptor? Nun, der CB1-Rezeptor ist ein Rezeptor, der bei euch Menschen in den Zellen vorkommt und wo sich diese Cannabinoide draufsetzen und eine gesundheitliche Reaktion verursachen können. Und der CB1-Rezeptor ist besonders in den Zellen des Gehirns, des Rückenmarks, der Muskeln und einiger Organe und Nerven vorhanden. Das heißt, es wirkt besonders auf den neurologischen Bereich. Und diese Studie behauptet, dass eben H4-CBD sich 10-mal stärker an den CB1-Rezeptor bindet als andere halbsynthetische Cannabinoide. Manche Cannabishändler behaupten, H4-CBD wäre bis zu 100-mal stärker als normales CBD. Doch das stimmt so nicht. Vielmehr kann man H4-CBD nicht mit THC, CBD oder HHC vergleichen. Mehr ist H4-CBD was ganz Eigenes. Und was genau es ist und wie es wirkt, dürfte das Team von Cannatrends erleben. Denn ich bin zu Cannatrends gefahren und habe die Leute mich testen lassen und ich werde euch jetzt berichten, was die Leute alles so mit mir erlebt haben. Also fast alle Tester haben eine durchwegs angenehme und entspannende und auch spacige Wirkung erlebt. Ja, also es hatte tatsächlich einen wirklich spacigen Touch, so sehr, dass sich eine der Testerinnen gleich in Meditation begab. Andere Tester erlebten ein starkes Kribbeln in den Händen und eine sehr trockene Zunge und sie hatten auch ein Hungergefühl, besonders nach Süßen. Ja, und manche von euch kennen vielleicht diese Wirkung auch von meinem Bruder, dem THC. Doch einer der Tester, dem ging es nicht so gut. Denn dieser Tester verspürte am Anfang auch eine beruhigende und angenehme Wirkung. Doch nach circa 15 Minuten spürte er auf einmal eine leichte Ängstlichkeit in seinem Körper. Und so wurde aus dieser leichten Ängstlichkeit eine stärkere Angst und aus dieser Angst entwickelte sich dann kalter Schweiß in den Händen, leichtes Zittern in den Muskeln und auch leichte Übelkeit. Dass es den meisten gut ging, ist natürlich super, aber dieser eine Fall, wo es ihm nicht so gut geht, das wirft natürlich Fragen auf. Warum hat dieser Tester ein Angstgefühl entwickelt und was bedeutet das für euch da draußen? Nun, zunächst muss man dazu sagen, dass die Wirkung von Cannabis und besonders von H4-CBD noch nicht hinreichend erforscht ist. Und hinzu kommt auch, dass jeder anders und individuell auf die Wirkung von Cannabinoiden, egal ob diese natürlich oder synthetisch sind, dass jeder Mensch darauf anders reagiert. Aber in dem konkreten Fall ist eigentlich ganz klar, was da passiert ist. Gehen wir mal zurück zu der Studie, in der behauptet wurde, dass ja H4-CBD bis zu 10-mal stärker auf den CB1-Rezeptor wirkt. Und in der Pharmakologie wissen wir, dass der CB1-Rezeptor eben auch für das Gefühl der Angst zuständig ist. Und unsere Vermutung ist, dass hier H4-CBD den CB1-Rezeptor einfach vollkommen übersteuert hat und hier diese Angstepisode ausgelöst hat. Nun, das Ganze ist natürlich gut ausgegangen, denn nach 30 Minuten war die Wirkung von H4-CBD vorbei und alle Tester waren wieder
wohlauf und gut gelaunt. Was bedeuten eigentlich jetzt Cannabinoide für die Cannabismedizin und Menschen, die Cannabis für ihre Gesundheit verwenden möchten? Nun, ich, der ich aus einer fernen Welt zu euch gestoßen bin, auf Mutter Erde, ja, ich möchte euch mitteilen, dass ihr auf diesem Planeten schon die beste Auswahl an Cannabinoiden in der Hanfpflanze drin habt. Was ich damit sagen möchte, ist, dass die Natur genau dieses Cannabis bereitstellt, was ihr für eure Gesundheit braucht. Und das bestätigen auch wissenschaftliche Studien, denn diese wissenschaftlichen Studien zeigen, dass THC, CBD und CBG sicher sind und dass sie für unsere menschliche Gesundheit gut sind. Demgegenüber stehen H4-CBD oder HHC, wo es nur eine wenige Anzahl an Studien gibt und wo diese halbsynthetisch oder ganz synthetisch im Labor hergestellt worden sind. Zum Labor noch etwas. Manche Chemiker und Zauberkünstler sind ganz frech und dreist, wenn sich H4-CBD herstellen. Dann kann es nämlich sein, dass gewisse Rückstände, wie zum Beispiel Argon oder Salzsäure oder auch andere Schwermetalle, noch immer im Destillat vorhanden sind und dass diese durchs Rauchen oder Einnehmen von H4-CBD in euren Körper gelangen. Und für kranke Menschen ist das natürlich überhaupt nichts Gutes. Erdenbürger, meine Mission ist es, euch darüber zu informieren, dass natürliche Cannabinoide viel gesünder und besser für euch sind als solche Cybinoiden von fernen Planeten. Was ist das? Oh, ein rotes Licht. Es ist Zeit zu gehen. Mein Spaceship ist da. Auf Wiedersehen und bis bald. Ja, und weg ist er. Das war die Geschichte von und über H4-CBD. Wir bei Cannatrends haben uns nach all den Erfahrungen, die wir mit H4-CBD gemacht haben, gedacht, dass wir doch lieber natürliche Cannabinoide wie CBD zum Beispiel verwenden. Bist du auf der Suche nach zertifizierten und hochwertigen CBD-Ölen oder CBD-Blüten? Dann schau bei uns rein im Onlineshop www.cannatrends.eco. Da findest du hochwertige CBD-Öle und auch andere wertvolle Informationen zum Thema Cannabis und Hanf. Hast du schon mal H4-CBD probiert? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Schreib das in die Kommentare. Ich glaube, es gibt viele, die dieses Video sehen und auch deine Erfahrung zu H4-CBD lesen möchten. Und abonniere den Kanal und lass ein Like da und ich freue mich. Bis auf bald.